So, ich hole mal ein bisschen weiter aus. Mittlerweile ist es ja so, dass im Rocket Beans Kosmos mehrere Pen and Paper existieren. Das heißt, es gibt nicht nur das klassische Tears-Universum, es gibt Morton Manor, es gibt. Ja, ich betrachte das aber immer so ein bisschen als rein. So, Tears und alles, was so in diesem Tears-Kosmos, auch Beards ist, folgt einer sehr klaren Struktur. Die Abenteuer sind immer sehr geradlinig, es geht immer um ein klares Ziel. Schlauch, kann man ruhig sagen, ist ja einfach so für ein Online-Format. Und folgen immer einer geraden Linie, wo die hingehen und wo die herkommen. So. Und das ist so ein bisschen die Natur des Ganzen. Das heißt, es geht vor allem um Spielspaß der Charaktere und um eine sauber erzählte Geschichte. So, dann gibt es die offeneren Abenteuer, das sind diese One-Shots, die auf dem How-to-Be-Hero-Regelwerk basieren bisher. Und die sind immer so ein bisschen so angelegt, dass die sich freier bewegen können und dass ihnen Erfolge eher so, ja, sie finden dann was und dann blinkt das auf, um ihnen klarzumachen, okay, du hast was Richtiges gefunden. So ein bisschen der gleiche Gedanke wie früher, die Loot-Karten bei Tears und Beards sind jetzt eben das. Dass halt die Idee ist, okay, wenn ihr was richtig macht, dann müsst ihr das ja, ne, muss es irgendwie belohnt werden und dann poppt irgendwas auf. Beim Rotten Manor zum Beispiel leuchteten dann die Sachen. Das hatte J-Lo's Boogie, hatte das auch. Siehst ein kurzes Bild, ein Sound wie in einem Videospiel. So. Dann gibt es ja mittlerweile auch die Funk-Dinger. Ich erinnere mich noch an das Beards-Labyrinth, sehr geradlinig. Ja, na, mein Gott, kannst ja nicht ein Element rauspicken. Aber auch das war relativ geradlinig, weil sie mussten das Labyrinth schaffen am Ende. Ging ja nicht anders. So, jedenfalls, jetzt der wichtige Teil. Dann gibt es die Funk-Abenteuer. Bei den Funk-Abenteuern ist immer das Spannende, dass hinter dem gesamten Ding eigentlich immer ein Gedanke steht, der größer ist als das Ganze. Also so eine Art Moral der Geschichte, ein Denkanstoß für euch, die Interaktion ist anders gestaltet. So. Und mir macht jede dieser Varianten auf die besondere Art Spaß, das zu schreiben. Es gibt immer, gab mal, mal hier Schwierigkeiten, mal da, aber es ist immer so, dass am Ende ich die Struktur an sich cool finde und auch gerne in den Strukturen arbeite. Bei Tears war es jetzt auch so, wie das als Tears 2 kam und ich gesagt habe, okay, ich finde es eigentlich ganz geil, ich habe Bock mal wieder so ein Ding zu schreiben. So. So, und das Spannende, und jetzt, ich kann ja schon mal sagen, es wird ein weiteres Funk-Pen and Paper geben, das darf man auch schon mal sagen. Ich habe noch kein Datum und so gesagt, aber und darf ich noch nicht, aber ich darf schon sagen, es wird eins geben. So, und für die ist immer das Spannende, dass ich immer sehr viel darauf rumüberlege, wie kann ich eine Message rüberbringen. Und ich glaube, das ist so ähnlich wie andere Leute, wenn sie ein Pen and Paper schreiben, darüber nachdenken, wie mache ich dieses, wie mache ich jenes. Aber, und hier kommt ein spannender Punkt. Für mich ist, und das ist mir vor kurzem klar geworden, was ist der spannendste Teil eigentlich am Pen and Paper schreiben. Und für mich ist das die Grundidee. Die Idee haben, mir überlegen, wie das ungefähr aussieht. Das eigentliche Schreiben ist meistens Arbeit. Da ist noch ein kreativer Teil mit drin, aber es ist schon Arbeit. Das heißt, es macht mir schon auch Spaß, aber nicht so viel wie der Rest. So, das ist dann einfach hinsetzen, 3, 4 Tage durchschreiben und dann ist durch. So. So. Und seit ich das für mich wieder mehr festgestellt habe, habe ich für mich rauskristallisiert, dass ich einfach machen sollte, dass ich sage, okay, ein Teil meiner Arbeit, der Spaß macht, den mache ich auch nur um des Spaßes willen. Also habe ich mich die letzten Tage manchmal hingesetzt und habe einfach eine Grundidee für ein Pen and Paper runtergeschrieben und gesagt, ne, das erzähle ich nie jemandem, das benutze ich nie, die Dinger sind nur zum Spaß. Die sind nicht für Arbeit, das mache ich nur, weil mir der Teil am meisten Spaß macht. Wenn mir davon eins hammergeil gefällt, kann daraus mal eine Geschichte werden oder ein richtiges Pen and Paper. Aber ich finde eigentlich das gut zu sagen, okay, ich finde den Spaß so ein bisschen wieder am Schreiben. So, und das hat mir jetzt bei dem Funkding extrem geholfen. Ich lese sofort wieder im Chat, da kommen ganz viele spannende Fragen gerade. Hat mir bei dem wieder extrem geholfen, weil ich darf das Thema natürlich nicht verraten, aber bei dem Thema wollte ich einen ganz, ganz spannenden Twist wiederfinden, um an eine moralische Frage, an ein übergreifendes Thema ranzukommen. So. Und ich glaube, ich habe einen ganz spannenden Weg gefunden, wie ich das machen kann. Aber mal gucken, ob das dann auch so funktioniert und wie das auch irgendwie, ja, wie das ankommt. So. Jetzt aber ich gucke einmal in den Chat, dann leite ich noch weiter. Hast du eigentlich eine Art Lieblingssetting, also lieber in der Zukunft, Gegenwart oder lieber Mittelalter? Am liebsten Gegenwart. Ich mag am liebsten, wenn die Zeit einfach zu relaten ist, so, man versteht sofort, was die Regeln sind. Keine Magie, keine magischen Lösungen für alles, ja. Ich fand das Pen and Paper, was im Zweiten Weltkrieg gespielt hat, mega gut. Finde es auch sehr nice, dass es verschiedene Arten gibt. Ja, also was war, Zweiter Weltkrieg war ja, wo ist Waldemar? Ja, war bei Erster Weltkrieg. Das fand ich auch gut. Wobei ich sagen muss, von den dreien bei Funk war fast noch, wo ich am meisten Spaß beim Spielen hatte, war, ja, wobei es schwer zu sagen, die waren alle, aber ich glaube, der Schwarze Tod. Da war es aber noch so neu und es war irgendwie so spannend zu sehen, wie diese Gruppe sich auch reinfindet. Naja, jedenfalls, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Erstmal danke an Cavalryman für Tier 1 seit 4 Monaten und danke an Oessinger für den Follow. So, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Jetzt kommt ja der Teil, der mir am meisten Spaß macht, ist für viele Spielleiter schon ein Großteil der Arbeit, muss man jetzt einfach mal sagen. Denn
ich kenne sehr viele Leute, die sich eigentlich hinsetzen, sich eine Grundidee überlegen und den Rest sehr frei spielen. Also die gar nicht so extrem in die Vorbereitung gehen. Die gar nicht sagen, ich schreibe das so wie du jetzt auf 20 Seiten, 30 Seiten runter und formuliere mein Abenteuer aus. Funk, Pen & Paper gleich Kirchen, Pen & Paper, genau, Funk und die Kirchen, ich sage mal das mal. Außerdem, ja. Ja. Danke mal an Christopher Foser, der schreibt, was ich am Schlauch mag. Es ist vorgegeben, dass sie jetzt gerade diesen Zombie bekämpfen. Doch Nils lässt sich irgendeinen Bullshit einfallen, um sich vorbeizumogeln. Und Hauke muss sich plötzlich Bullshit einverlassen, warum das mit Nils nicht funktioniert. Daraus entstehen herrliche Diskussionen, der Hauke. Das sehe ich halt auch so. Also das war ein Aspekt, den ich leider fast ein bisschen vergessen hatte. Dass Antiers und Beards eigentlich auch ein super unterhaltsamer Teil war, dass die Jungs ständig rumdiskutieren, was geht und was nicht. Dass sie halt wie Anfänger spielen. So. Und das ist halt auch super spannend. Na, jedenfalls, ich habe für mich gemerkt, dass der Teil, und jetzt kommen wir zum Thema Pen & Paper Guides. Mich fragen immer wieder Leute, kannst du nicht mal so How-to-Pen-and-Paper-Videos machen? Sagen, hey, wie wird man denn Spielleiter und wie macht man dieses oder jenes? Ich glaube, dafür ist zunächst mal wichtig, ich halte mich nicht für einen überdurchschnittlichen Spielleiter. Im Gegenteil, ich habe meinen sehr persönlichen Stil, so wie das jeder hat, aber den jetzt besser oder schlechter zu nennen, für mich ist Storytelling halt das Wichtigste. Ich sage, für mich steht das Ergebnis oder eine gut erzählte Geschichte steht über der Technik, wie sie erzählt wird. So, das heißt, ich kann gut damit leben, wenn man mir schlechtes Schreiben vorwirft oder wenn mir Geradlinigkeit vorgeworfen wird und so. Für mich kommt es darauf an, dass der Gesamteindruck funktioniert. So. Und ich verstehe, wenn man das kritisiert, aber ist mir egal, ehrlich gesagt. Weil ich stehe hinter dieser Technik und so einzigartig das vielleicht ist, so zu arbeiten, so sehr halte ich das für den richtigen Weg, an Pen & Paper und an den Großteil meiner Arbeit ranzugehen. So, jetzt kommt aber dazu, dass ich merke, wenn ich jetzt so ein Pen & Paper schreibe, und es ist sehr geradlinig, so wie Tears oder Beards, kommt ein weiteres Problem, das natürlich in anderen Pen & Papers nicht auftaucht. Wenn die Spieler aus dieser Situation, also aus diesem Schema ausbrechen wollen, ich schreibe halt für eine Show. Das bedeutet, wenn die sagen, wir wollen uns jetzt den Wald angucken und ich denke, oh Mann, ey, in einer halben Stunde müssen wir da und da sein, wir müssen, das Vier-Abenteuer-Abend geht nur 4, 5, 6 Stunden lang, was weiß ich, wir müssen jetzt vorankommen und die Leute wollen auch zugucken und die wollen dir nicht dabei zugucken, wie du 20 Minuten lang den passenden Ast für deinen neuen Bogen suchst, dann muss ich halt so ein bisschen treiben. Und an sowas muss man nicht denken, wenn man normales Pen and Paper schreibt. So, Konsequenz daraus ist, dass ich erstens glaube, dass für solche Guides bin ich nicht der perfekte Typ. So, klar, ich kann meine Vision dazu abgeben. Ich kann sagen, wie ich denke, dass man ein Abenteuer leiten sollte und was ich für spaßig halte. Aber, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, ich sträube mich noch ein bisschen dagegen, als jemand da zu stehen, der jetzt so... Also klar, das passiert natürlich in gewisser Weise auch schon. Mir sagen sehr viele Leute, dass ich sehr stark beeinflusst habe, dass sie, ob sie überhaupt Pen & Paper spielen, wie sie Pen & Paper spielen. Das finde ich total schön. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch so gut, dass Leute so ein bisschen den eigenen Stil entwickeln können. Und wenn man sich rantasten möchte, wie ich arbeite, kann man sich einfach auf howtobehero.de zum Beispiel, kann man sich ja die Abenteuer runterladen, die mit Funk spielen und kann sehen, wie ich schreibe. Ja. Loading fragt, besprichst du deine Ideen eigentlich mit jemandem? Für meine Pen-and-Paper-Abenteuer lasse ich immer viele Ideen und Wünsche meiner Freunde einfließen, auf die ich nie gekommen wäre. Ehrlich gesagt, nein. Auch darüber habe ich gestern mit Esther gesprochen. Ich fühle mich, und das muss ich einfach ehrlich sagen, in meinem kreativen Schaffen sehr, sehr einsam. Also, und jetzt kommt, muss ich was sagen, was ehrlich ist, aber hart klingen wird. Ich kriege natürlich schon auch Anfragen. Mir schreiben Leute Mails, hier sind meine Ideen, wollen wir nicht mal uns über Ideen austauschen und so weiter. Erstens, ich kenne euch nicht. Zweitens, ihr versteht ja gar nicht, was ich mache meistens. Also, die habe ich ja eben beschrieben. Die meisten Leute, die ich kenne, die kreativ mit Sprache arbeiten oder, die, ja, was heißt kreativ, die mit Sprache arbeiten in irgendeiner Form oder mit Schrift und Sendung konzipieren, die glauben, dass das Handwerkszeug das Wichtige ist. Die lernen Unmengen darüber, wie man eine gute Geschichte schreibt. Die versuchen, die Regeln besonders tricky auszuarbeiten und. Und für mich steht halt was anderes im Vordergrund. Für mich soll halt am Ende ein Erlebnis entstehen, bei dem alle vom Tisch aufstehen und sagen, das hat Bock gemacht. Und das soll dann nebenbei auch noch als Show funktionieren. So. Und manchmal funktioniert das nicht so gut. Zum Beispiel Warhammer war ein schönes Beispiel. Die Warhammer-Runde für die Jungs am Tisch, keiner von denen hat danach gesagt, dass sie das langweilig oder doof fanden. Für keinen von denen fühlte sich das so lang an. Das war zum Zuschauen einfach nur sehr langweilig. So. Und das heißt, das war so ein perfektes Beispiel dafür, dass sowas am Tisch funktionieren kann, aber deswegen in der Sendung nicht funktioniert. Dass man sowas im Hinterkopf haben muss. Und ja,
Ich glaube, für mich ist nicht so einfach, mich jetzt einfach mit irgendwem hinzusetzen. Ich müsste jemanden finden, bei dem ich sage, ich respektiere erstens deine Arbeit, ich habe deine Arbeit irgendwie gesehen und ich glaube, wir sind in einem kreativen Austausch, der uns beide bereichert. Und an alle, die kreativ arbeiten, sowas findet man halt nicht an jeder Straßenecke. Das hat nichts damit zu tun, wie gut, schlecht oder sonst was jemand ist. Aber man findet nicht an jeder Straßenecke jemanden, mit dem man sich kreativ austauschen kann. So. Wie kommt, dass die letzten Abenteuer zeitlich kürzer werden pro Abend? Das ist einfach die vorgegebene Sendezeit. Also theoretisch, ja, ich schreibe, ich habe mir nicht abgewöhnt, so viel zu schreiben. Ich schreibe immer zu viel, das ist leider so, aber so. Hast du mal eigentlich Geschichten schreiben so richtig gelernt, à la Heroes Journey und so ein Kram, oder machst du alles frei Schnauze? Na, ich war mal Redakteur, ne? Ich habe mal Formate schreiben gelernt, Geschichten schreiben, ich habe Bücher darüber gelesen, aber deswegen schreibe ich auch kein Buch, glaube ich, weil ich mir das einfach nicht zutraue. Nikaria schreibt, es macht auch meiner Meinung nach total Sinn, als Spielleiter einfach mit den Spielern zu besprechen, was gespielt werden soll. Ob lieber Rätsel, Kämpfe, Soziales, welches Setting, selbst wenn das Regelwerk steht, aber möchten dann lieber viel reisen oder in der Stadt sein und so weiter. Wir besprechen das in der Gruppe und der Meister strickt das dann zusammen. Und am Ende gibt es Feedback von allen und so entwickelt man sich als Gruppe weiter. Ja, das macht total Sinn mit einer lange spielenden Gruppe. Ich glaube, was bei uns halt das Ding ist, wir sind halt keine Gruppe, die auf lange Sicht spielt. Und das macht natürlich einen Unterschied, ja. Warhammer fand ich jetzt auch gar nicht so langweilig, war nicht unbedingt anders als andere Kämpfe, nur das Vorbereiten hat eben fast nochmal so lange gedauert wie die Pre-Show und das 5 Minuten nach der Pre-Show. Das finde ich total spannend, das sagen ganz viele. Dazwischen waren fast 45 Minuten Spiel, ne? Also, das ist halt überhaupt nicht wahr. Die Pre-Show, dann kam der ganze Tiers-Teil. Der war 43 Minuten lang, der Tiers-Teil. So. Zumindest wurde mir 43 gesagt. War auf jeden Fall länger als 30 Minuten, weil dazwischen war ja keine Pause. Das heißt, die Pre-Show, dann kam erst der ganze Tiers-Teil, dann kam erst Warhammer. Also das ist nicht so, dass man danach direkt da reingestartet ist. Also ich verstehe den Punkt, aber das zeitliche Gefüge mag in deinem Kopf gewesen sein, aber es war nicht so. Das war nur alle vergessen den Tiers-Teil. Da sagt auch niemand was zu, ob sie ihn gut oder schlecht fanden. Das war ein bisschen schade, dass ich dazu so gar kein Feedback bekommen habe. Ob der Anfang gut war, alle haben nur gesagt, am Anfang war es langweilig. Und der Tiers-Teil war überhaupt nicht langweilig, der war super witzig. Mahu Gao schreibt, du brauchst einfach jemanden, dem du vertrauen kannst, wo du weißt, was Sache ist und dass du demjenigen nicht immer hinterher springen musst, sondern weißt, er weiß, wie du tickst und man gut zusammenarbeiten kann. Fühl dich trotz allem gedrückt für das einsame Schaffen mit der Hauge. Ja, ist jetzt auch nicht, dass ich super traurig darüber bin. Ist einfach nur, mir ist vor kurzem klar geworden, dass ich mich nie mit jemandem über meine Arbeit austausche. Und dass ich das auch nicht super schlimm finde, aber ich halt das Gefühl habe, das macht jetzt auch nicht so richtig Sinn. So. Man findet, wie gesagt, man ruft nicht einfach, wir machen das jetzt, sondern man findet halt zufällig jemanden. Und das Problem an meiner Arbeit ist, dass ich nicht in Gruppen dafür arbeiten muss, so richtig. Ich arbeite mit Leuten zusammen, mit Alvin, mit allen Leuten bei Rocket Beans, mit den Vieren, aber die sind ja an dem Anteil, den ich habe, nicht beteiligt. Und Konsequenz daraus ist so ein bisschen einsames Schaffen. Ja, der Tierstyle war das Geilste. Wir haben sofort angefangen, wie wild zu diskutieren, was abgeht und was jetzt passiert. Fand super spannend, mal nicht zu wissen, worum es überhaupt geht. Ich muss sagen, ich finde die Bilderrätsel, die von dir eingebaut waren im letzten Pen & Paper, echt cool. Ich liebe Rätsel. Ich mag die auch, ich mag die visuellen Rätsel auch, aber ich habe halt mit der Zeit gemerkt, dass die meisten Zuschauer, denen sind die gar nicht so wichtig. Als wir, Beards war so ein bisschen mittendrin der Höhepunkt der technischen Sachen. Da waren ja akustische Rätsel, visuelle Rätsel, Denkrätsel, da waren Einstein-Rätsel, da war alles Mögliche drin. Da war die Story selbst war schwer nachvollziehbar, waren Rätsel so, dass man erstmal versteht, was passiert jetzt eigentlich gerade. So. Und ich habe aber gemerkt, als das bei Morton Manor einfach verschwunden war, es hat keinen gestört. Niemand hat nach dem ersten Morton Manor gesagt, mir fehlte das. Mir fehlten die visuellen Rätsel, so. Was wäre der gewünschte Mehrwert beim Austausch mit jemand anderem? Naja, das, was die meisten Leute aus kreativem Arbeiten mit anderen haben, ne? Dass man sich Ideen zuwirft und auf einmal da sitzt und denkt, krass, da wäre ich allein nicht drauf gekommen oder coole Idee. Was ein bisschen das Ding ist, mir schicken natürlich Leute ihre Ideen. Aber ich muss halt ehrlich sagen, das ist super, super lieb gemeint und ich überfliegt die dann auch immer, aber meistens, wenn das dann so anderthalb Seiten Idee ist, ja. Ich finde das natürlich cool und ich habe auch schon Ideen von Zuschauern angenommen. Jailhouse Boogie. Das war ja die Idee von einem Knast-Pen and Paper, war aus dem Forum. War nicht genau die Idee, aber es war halt, sperr die mal in den Knast. So. Und die Idee fand ich cool. Aber ich habe auch gemerkt, dass mich das oft eher einschränkt. So. Ich mag halt, meine Vision alleine zu entwerfen. Ja. Die meisten schauen natürlich, gucken wahrscheinlich einfach wegen eurer Interaktion zu, nicht um was zu machen. Absolut. Das sieht man noch daran, wie viele Leute an diesen Umfragen teilnehmen, obwohl so viele Leute zuschauen. Also ich meine, wie viele haben letztes Mal zugeguckt? 23.000 oder so live. Also ziemlich krass wieder. Und abstimmen tun dann in der Regel ja immer nur so ein paar Tausend, wenn überhaupt. Oder?
kreative Lösungsmöglichkeiten zu beispielsweise geschlossenen Tür zu einem Turm finde ich eigentlich immer besser als visuelle Rätsel oder so. Ja, die visuellen Rätsel sind halt so schön, die brechen das halt immer auf, ne? Also gerade wenn man dann so lange schon guckt und es passiert nichts, es sind am Ende, so hart es manchmal klingt, es sind halt nur vier Jungs an einem Tisch. Und dann ist das halt immer eine ganz nette Idee zu sagen, ey, ich breche das jetzt visuell einfach mal auf. Ich baue ein kleines Rätsel ein, ich mache irgendwas Akustisches, es passiert jetzt mal was. Und das kann nicht immer nur Storytelling-technisch sein. Weil wie gesagt, ich versuche auch, dass die Spieler das Gefühl haben, auch die Spieler brauchen mal so eine Atempause. So, das hat man jetzt auch beim letzten Pen and Paper gemerkt. Dadurch, dass Warhammer kam und danach direkt noch ein Kampfding, war es so uff, 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 man wurde so gehetzt. Ja. Ich vergesse ja oft, dass ich gerade live schaue und vote dann nicht. Okay. Also es ist auch nicht schlimm, wenn man nicht abstimmt, ne? Nur klar, es sagen ja auch manchmal Leute, sie brauchen diese Abstimmung überhaupt nicht. Und das fände ich halt super schade. Ich finde, dass das eine der großen Bereicherungen am Pen and Paper ist. Dass es halt live ist, dass es da spontane Eingriffsmöglichkeiten gibt und so. Ja, ich finde das halt schön. So. Also ich möchte, dass Zuschauer sich beteiligt fühlen bei dem Format. Ich habe ja selber mal gesagt, wenn was keine Berechtigung hat, live zu sein, warum ist das dann live? Also warum mache ich live ein Let's Play, wenn ich gar nicht in den Chat gucke, so, und nicht mit Leuten interagiere? Was ist dann der Mehrwert daran, live zu sein? Ich schaue alle Pen and Paper, aber Abstimmer wurde langweilig, weil ich den Einfluss nicht spüre. Oh, das finde ich aber, das ist jetzt sehr subjektiv. Also die Abstimmungen machen schon einen riesen Unterschied. Es gibt welche, die über Leben und Tod entschieden haben, so, ne? Also die machen schon einen Unterschied, die Dinger. Das sieht man auch, muss jetzt was wäre, wenn mal gucken, dann merkst du ja, was der Unterschied ist. Ich finde die Votes schon cool, aber es ist halt immer schade um alles, was nicht drankommt. Naja, also das ist ja kein Argument. Da habt ihr ja nichts mit zu tun, schreibe ich ja. Weißt du, ob die kommenden Pen & Paper auch wieder im Kino ausgestrahlt werden? Wie Space? Nee, das weiß ich leider nicht. Ich habe mit der Kino-Kooperation aus irgendwie... Also, ich weiß davon. Ich muss ehrlich sagen, wusste ich jetzt lange nichts. So. Die Abstimmung geheim zu machen, also dass die Spieler nicht mitbekommen, was abgestimmt wird, das fand ich super. Aber das würde ich auch weiter so machen. Das fand ich jetzt auch gut. Also, das war jetzt auch so ein... Auf jeden Fall was ich mitgenommen habe aus... Projekt Pilos, dass die geheimen Abstimmungen viel besser waren. Also was heißt viel besser, aber die waren cooler. Also, es gibt ja nicht so einen richtigen Grund, dass die Jungs das erfahren. So. Sie waren daran gewöhnt. Ich habe gesehen, dass sie manchmal versucht haben, auf dem Screen zu sehen. Wir hatten das aber ja abgeklebt. Aber ich finde das eigentlich ganz gut. Wieso gab es eigentlich noch kein klassisches Fantasy Pen and Paper at Hauge? Ehrlich gesagt langweilt mich das ein bisschen. Muss ich sagen. Also ich habe das selber natürlich auch gespielt, DSA und Co. Und das ist ja auch irgendwie als Thema ganz cool, aber irgendwie so richtig dolle abholen tut mich der Gedanke nicht. Ich meine, wir haben diese gewaltige Spielwiese, Dungeons and Dragons machen so viele und DSA machen so viele. Dann ist es doch irgendwie cooler, dass wir sagen können, wir gehen halt woanders hin. Also Tears ist mal geboren, weil ich gesagt habe, das Zombie-Setting ist meiner Meinung nach, machen super viele und niemand macht so, wie ich es gut finden würde. So, und klar, unseres hat sich dann auch eher in eine komödiantische Richtung entwickelt, als in eine treibende, aber das fand ich das halt ganz cool. Hier ist es immer noch ein Universum, das ich super finde, so. Und ist ich glaube, bis jetzt war einfach der Punkt nicht, wo mich ein Fantasy-Setting so gereizt hätte. Ich fand gut, dass du bei Ede konsequent warst und ihn das sterben lassen. Ja, also ich fand auch, das musste halt Konsequenz in dem Moment sein. Er hat einfach einen offensichtlichen Fehler gemacht, bei dem er hätte wissen können, dass es ein Fehler ist, so. Aber... ich empfand es nicht als Bereicherung. So. Ich hatte das Gefühl, dass es für Eddie doof war, dass es für die anderen am Tisch doof war. Es war keine krasse Bereicherung des Erlebnisses. Also, so sehr mir Leute immer vorwerfen, ja, du lässt denen immer so viel durchgehen, die sterben nie. Ob das jetzt so eine geile Bereicherung war, dass er gestorben ist, so, fand ich nicht. Also, muss ich jetzt nicht haben wieder. Also, so früh jemanden vom Tisch schicken... Klar, wenn jemand jetzt alles falsch macht, dann muss es passieren können. Es ist immer eine Option. Aber das, so harte Sofort-Tod-Optionen, das brauche ich nicht wieder. Spielertode sind das, was sich die Spieler wünschen, bis dann erstmal passiert ist. Ja, Amen. Ey, genau so ist es tatsächlich. Hat eben noch mit dir geredet. Achso, ja, ich habe ihm danach auch geschrieben. Und er hat auch gesagt, ja, war halt irgendwie doof. So, fühlte sich so an, als hätte ich was falsch gemacht, ohne so richtig zu wissen, was. Und ich habe ihm auch nochmal erklärt, ey, tut mir leid, aber du kennst den Film und in dem Film läuft er halt nicht ohne diese Fackel auf den Dino zu und so ist das halt. Aber ich habe ihm auch gesagt, ich fand es jetzt auch nicht super bereichernd. Ja, also es war diesmal einfach, ich finde grundsätzlich die Option nicht schlimm, dass jemand sterben kann. Nur so extrem harte, du machst das, das war's. Klar, der saure, also ich hätte auch noch gesagt, wenn jetzt der Dino wenigstens nicht so, ne, aber der hat auch noch einen kritischen Erfolg gewürfelt, der T-Rex. Und dann war halt Ende, was soll ich da noch machen? Also dann will ich auch nicht nur rumlügen. Ich gebe zu, ich habe schon mal Würfelergebnisse, habe ich beeinflusst, habe gesagt, nee, das war jetzt nichts oder das war was, einfach weil es für die Story besser war.
so, weil ich sagen wollte, ey, ich will den Fluss jetzt geil halten, es soll jetzt eine gute Show sein, aber in der Regel versuche ich schon bei den Würfelergebnissen zu bleiben. Und das war halt einfach sowieso schon eng und dann auch noch, ja, welchen anderen Spielertod gab es denn? Naja, Dysnomia sind die alle gestorben. Also Dysnomia ist die komplette Gruppe gestorben. Die haben es einfach nicht geschafft. Also, das darf man auch nicht vergessen, ne? Dysnomia ist komplett gescheitert. Also, die haben das nicht verstanden, die haben das nicht richtig gespielt. Die sind komplett... Also, da war natürlich auch ein bisschen mein Fehler, dass ich so lustige Charaktere zugelassen habe in einer Welt, die sich eher wie Alien anfühlen sollte, ne? Die sollten auf eine Station kommen, wo alles beklemmend ist. Ich finde, Dysnomia hatte vielleicht die stärkste Ästhetik zusammen mit Projekt Pilos von allen Teilen. Die Gesamtästhetik dieses Abenteuers war so geil. Diese bedrückende Raumstation und es hat so Bock gemacht, das zu schreiben und auch dieses Visuelle mit Alvin zu entwerfen. Die ganze Soundkulisse war so geil und so. Und ich wollte so ein bisschen Mix aus Alien und das Ding aus einer anderen Welt. So. Und ja. Und dann ist natürlich nicht so viel dabei rumgekommen, das hat am Ende nicht so gut funktioniert. Heute schon getanzt, Etauge? Nee, ich habe heute noch nicht getanzt. Wäre es mit einem Mischmasch-Abenteuer, wo jeder von einem Tisch seinen Lieblingscharakter ausspielt, aus allen Pen & Papers spielt? Weiß ich nicht, ob das jetzt so eine Bereicherung wäre. Lasse bluten, Graf Mon, Turtle und Pugno. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine krasse Bereicherung wäre. Meinst du, da kommt irgendwas bei rum, was super unterhaltsam ist? Trotzdem war Dysnomia echt super, hat mir gut gefallen, auch wenn ich wirklich teilweise nicht gerafft habe. Also ich finde, bei Dysnomia war so ein bisschen das Ding, es kam halt, also erstmal, das ist ja immer, ich muss es immer wieder hervorheben, weil das einfach auch so, ganz oft werfen ja Leute, ja, Space war kacke und manchmal versucht ihr Sachen, das Warhammer-Ding jetzt im letzten hat nicht so gut funktioniert, warum macht ihr nicht einfach nur dieses oder jenes? Das ist jetzt echt ein hart, so das mal zu hören, aber manchmal habt ihr ja auch nicht so richtig im Blick, was ihr euch eigentlich wünscht. Ich werde auch am liebsten von Formaten überrascht. Ich kann nicht die nächste Game of Thrones-Folge schreiben, so. Weil ich mich lieber überraschen lassen möchte. Ich weiß nicht 100%, was ich will oft bei Entertainment-Produkten. Und deswegen lasse ich mich gerne überraschen. Und so viele Leute fanden die ganze One-Shot-Idee scheiße. Als wir Mortal Manor angekündigt haben, alle, ich will was Großes, das soll so sein wie Tears oder Beards. So soll das sein, das ist voll Kacke. Und als es dann kam, hieß es nach 2 Minuten, ja, das ist das Allergeilste, was ich je gesehen habe. So. Und das war für mich auch schon so ein Lerneffekt, ey, man muss halt auch mal neue Dinge versuchen dürfen. Und manchmal hauen die halt nicht hin, so. Und Mortal Manor war komplett anders. Anderes Regelwerk, komplett anders, wie die sich da drin bewegen und so. Neue Charaktere, das war eine ganz andere Sache. Und das hatte auch einfach andere Elemente, die anderen Pen & Paper nicht hatten. Und vor allem hatte es Elemente nicht mehr, die anderen hatten. So, und Space hat null funktioniert, brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber den Versuch war es wert, so. Und war halt kacke angekündigt, brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Aber, und auch bei diesem, ich fand Projekt Pilos, bis auf diesen Warhammer-Part, der für die Spieler nicht mal scheiße war, hat das richtig gut funktioniert. Das war ein arschlustiges Pen and Paper. Also wenn man die anderen Teile guckt und nicht nur damit beschäftigt, sich darüber abzufacken, dass man 40 Minuten sich mal was angeguckt hat, was man nicht unendlich geil fand, so, dann kann einem auffallen, dass das wirklich eine gute Runde war. So. Frage ist natürlich, ob das die gleichen Leute waren, die es erst scheiße fanden und dann gut. Ich sag mal so, meistens ist es natürlich auf dem gleichen Kanal, sind die Leute, die viel kommunizieren, auch die, die später nochmal viel kommunizieren, aber das Feedback auf die Ankündigung, dass wir jetzt One-Shot-Abenteuer machen, war durchweg nicht großartig. Da war kaum, also ich kann mich nicht erinnern, überhaupt mal gelesen zu haben, geile Idee, lass es mal so machen. Hauke, wie viele Seiten schreibst du etwa für ein One-Shot-Abenteuer? Zwischen, ich glaube, das kürzeste, was ich je geschrieben habe, waren 14 Seiten. Das waren dann quasi nur Notizen, das war echt kurz. Das weiß ich gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das erste Good Times Island, der erste Abend, aber der war dann auch zu dünn, so. Und richtig viel, ich glaube, das meiste, was ich bisher geschrieben habe, war Jailhouse Boogie. Das waren 65 Seiten oder so. Aber 1,5-zeilig und so, ne? Schriftgröße 11, also. Wird es nochmal ein großes Pen & Paper geben? Ich muss ja sagen, mittlerweile ist Mortal Manor sowas wie ein großes Pen & Paper. Es kommt halt nicht die ganze Zeit am Stück, aber es ist eine fortlaufende Geschichte und es wird ja auch weitergehen. Es wird immer wieder gefragt, Mortal Manor ist nicht zu Ende erzählt. Naja, Mortal Manor war nicht gut, weil es ein One-Shot-Abenteuer war. Eine Serie wäre bestimmt der Hammer geworden. Naja, da verbissst du den Punkt so ein bisschen, ne? Mortal Manor war anders als die anderen. Und das wurde kritisiert. Man lag einfach grundsätzlich mit der Kritik falsch zu sagen, nur weil das nicht das ist, was ich immer kannte, wird das nicht gut. Punkt. So. Und ich glaube, dass das so ein bisschen, ja. Ja, also wenn es nach mir ginge, könnten auch in Anführungsstrichen fast nur noch One-Shots kommen. Ich muss sagen, ich finde diese große Struktur gar nicht mehr so super reizvoll. Also ich mag halt auch bei Mortal Manor, dass es jetzt eine große Geschichte wird, aber das so immer ein Teil, dann ist erstmal erzählt, dann geht's demnächst weiter. So. Ja. Ja.
Also ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen das Ding. Ich fühle im Moment einfach nicht so diesen krassen, ja. Also, ich würde jetzt, es wird wahrscheinlich noch, also, was heißt wahrscheinlich? Es wird, Morrowind Manor wird weitergehen und es wird auch nochmal aus dem Tears-Universum kommen, aber selbst da habe ich ja gesagt, dass für mich die Geschichte um die vier Hauptcharaktere jetzt erstmal auch erzählt ist, so. Die ist nicht lückenlos erzählt, da sind noch große Fragen, wann ist hier, wann ist da, was ist da passiert. Ich würde aber ehrlich gesagt lieber das Universum weiter erkunden. Ich würde mir mal die Freiheit nehmen, vier neue Charaktere in dem gleichen Universum unterwegs sein zu lassen, so. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man dadurch auch einfach irgendwann nur noch eingeschränkt ist. Man immer alles, ja. Was, wie viele Minuten gehst du so auf einen Kilometer? Weiß ich nicht. Ich verstehe die Frage nicht, ehrlich gesagt. Möchtest du wissen, wie lange ich brauche, um einen Kilometer zu laufen? Zu Fuß? Keine Ahnung. Dich als Spieler anzuschauen war pure Bliss. Sind weitere Pen and Paper geplant, wo du Spieler bist oder nicht und nicht Meister? Hm. Aktuell nicht. Ich glaube auch, dass das halt schwierig ist, weil ich ja nicht mehr im Land bin. Ich könnte mir das voll gut vorstellen. Ich würde das super gerne wieder machen. Das Problem ist, müsste ja dann genau dann sein, wenn ich da bin. Oder ich müsste dafür eingeflogen werden und die Kosten, ne, wer soll das zahlen? Könnte eine Rettungsmission starten, die im Dysnomia-Universum spielt. Ich finde das Setting echt geil. Vielleicht wie bei allen jetzt als Marines. Ach, wie bei Alien jetzt als Marines. Wäre jetzt nicht ausgeschlossen. Die Frage ist, wie wichtig ist es, dieses Universum wieder ins Leben zu rufen? So, ne? Also ist das jetzt ein Mehrwert, wenn man in dieses Universum nochmal zurückkehrt? Oder kann man dann nicht sagen, man entwirft ein Sci-Fi-Setting, das einfach was anderes ist? Ich finde die Welt von Tears auch toll. Es muss ja nicht immer in die Weltrettung gehen. Kleine Alltagsabenteuer reichen mir meist. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Also ich weiß noch, dass nämlich auch das so ein bisschen beschränkend war, also als Beards neu war, haben viele auch gesagt, so, ja krass, bei Tears haben sie die Welt gerettet, jetzt ihr Dorf, so. Auch wenn man natürlich sagen kann, ihr Dorf ist halt die Welt. Jedenfalls für sie ist so ein bisschen das Tears-Ding aus, die haben jetzt einmal die Welt gerettet, haben sie nochmal die Welt gerettet. Ich kann jetzt nicht ein drittes Mal die Jungs die Welt retten lassen, so. Jetzt fühlt es sich dann auch kleiner an. Deswegen würde ich in dem Universum gerne eine andere Geschichte erzählen, ja. Du hast beim letzten Pen and Paper echt gefehlt. Ja, das hat halt leider gar nicht gepasst, da war ich halt gerade in den USA. Siehst du in Betracht, mal zu zeigen, wie du deine Abenteuer aufbaust oder Tipps fürs Schreiben zu geben? Da habe ich ja eben schon von gesprochen. Also, es gibt ja, man kann sehen, wie ich meine Abenteuer aufbaue. Ne? Es gibt die Funk- und Kirchen-Pen and Paper. Die könnt ihr ja einfach ganz normal im How to Be Hero-Wiki sehen. Die sind da online. Genau die, die wir gespielt haben. Das heißt, da sieht man, wie ich so ein Abenteuer aufbaue. Was ist Pen and Paper? Peter? Oh, Entschuldigung, das kennt man hier wahrscheinlich nicht. Pen and Paper ist eine Pegasus-Spiele-Kooperation, bei der Pegasus-Spiele mich damals gefragt hat, ob ich nicht bei denen mal ein Pen and Paper spielen will als Spieler. Und dann haben die Gino und mich eingeladen und Peter hat das geleitet. War sehr, sehr lustig. Das erste Mal war ein Cthulhu-Abenteuer mit so Mafia-Hintergrund. Sehr, sehr cool. Und das zweite war eine Runde, in der wir in die siebte See ein anderes Regelwerk einen Abstecher gemacht haben. Aha. War auch sehr, sehr cool. Richtig gute Runde. Ich fand beide gut. Gibt's auf YouTube. Könnt ihr einfach mal gucken. Zum einen ist ja so, dass ich gesagt habe, ich fühle mich so ein bisschen in meinem Schaffen an einem Punkt, wo ich nicht genau weiß. Also, ich bin nicht in einer Schaffenskrise, ich kann halt arbeiten. Ich fühle mich nur nicht mehr so inspiriert, wie das mal der Fall war. Und ich glaube, dass ich das wiederfinden kann und dass ich daran einfach ein bisschen arbeiten muss. Und ich glaube, die Zeit kommt jetzt für mich, in der ich daran arbeiten kann, in der ich bewusst mich darauf konzentriere, meine Skills im Schreiben von Abenteuern und Formaten zu verbessern. Ja.